unzugezogenen Hauptamtlichen, weil wir nicht alles nur in unserer Freizeit machen können. Warum wird da, ich verstehe nicht, warum die Union meint, ach prima, wir denken uns noch mal ein Gesetz aus, anstatt mal wirklich Hilfe zu leisten. Ich halte es natürlich insbesondere der Vorwurf jetzt nur an die Union geht, wie die jetzt direkt Hilfe leisten soll. Ich meine, natürlich gibt es einen Mangel an Personal. Ich meine, niemand hätte mit diesem Ansturm an Flüchtlingen vor 2 Jahren gerechnet. Natürlich niemand von der Jungen Union, natürlich nicht. Aber die ganzen Menschenrechtsorganisationen, die sagen seit Jahren, mit dem Angriff auf den Iran, mit Jugoslawien etc., mit ohne Mengen Waffenexporten, auch gerade durch die SPD, die ihre Waffenexporte verdoppelt hat, natürlich kommen da Leute, die aus dem Krieg fliehen. Wie absurd ist das denn? Also zumindest wissen wir bei der Jungen Union die Gepflogenheiten des Umgangs zu schätzen und unterbrechen nicht den anderen, wenn er gerade am Sprechen ist. Wenn er gerade Unsinn redet. Oh, dann müsste man unterbrechen müssen. Auch Unwahrheiten. Aber bitte auch zurück zum Thema. Wie gesagt, das Gesetz ist eine Art Leitfaden und für diesen Leitfaden, ich sehe es einfach so, der Mensch wird sich zum überwiegenden Teil, werden die Leute natürlich bestrebt sein, sich die Sprache zu lernen, um dieses Land auch aufgenommen zu werden, sich zu integrieren. Aber es gibt auch in jeder Gesellschaft, und unabhängig von wo wir herkommen, gibt es Leute, die eben einen gewissen Anstupser brauchen, um eben gewisse Dinge anzunehmen. Das kennt man aus der Schule. Warum macht ein Lehrer Hausaufgaben, damit man sie weiterbildet, damit man was macht? Es gibt einfach immer einen Leitfaden, der wird vorgegeben, und wir kennen das aus unterschiedlichsten Situationen, eben, dass man eben hier dann jemanden braucht, der einen den richtigen Weg weist. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Und zwar wurde gerade so vermittelt, ja, dann ist ja auch irgendwann Ruhe in 5 Jahren und dann können die ja auch wieder gehen. Ich möchte gerne mal wissen, wer in diesem Raum überhaupt glaubt, dass in 5 Jahren ernsthaft Frieden in Syrien ist. Wer glaubt, dass Eritrea bis dahin seinen Bürgerkrieg beendet hat, dass man da wirklich ohne Probleme leben kann, dass man dann keine Angst um sein Leben haben muss. Also ich glaube, dass die Leute, die jetzt hier sind, wesentlich länger als 5 Jahre hier leben werden und dass wir sie als Mitbürgerinnen und Mitbürger begrüßen sollten und auch ihre Potenziale, die sie haben, einfach mit für uns nutzen und aktivieren sollten und nicht denken, das ist jetzt Asyl, das ist Migration, das Trender und dann können die schon mal irgendwann wieder weg und um die müssen wir uns nicht kümmern. Also das, finde ich, ist einfach nicht realitätsnah. Also, sollte ich gesagt haben, 5 Jahre, ich erinnere mich jetzt nicht dran, im Durchschnitt spricht man von einer Verweildauer tatsächlich heutzutage von 10 Jahren, das ist also mein Kenntnisstand. Wenn ich 5 Jahre gesagt habe, dann habe ich versprochen. Also, Fakt ist aber, wenn ich als Staat zukunftsfähig bleiben möchte, dann muss ich meine Einwanderung irgendwo steuern und die muss ich auf meine Bedürfnisse, muss ich die ausrichten. Das machen fast alle Staaten so. Auf dieser Welt sind momentan 900 Millionen Menschen religiös verfolgt, haben die alle eine Heimat oder das, irgendwann geht das einfach nicht mehr. Es wäre natürlich schön, wenn es jedem auf der Welt gut ginge, aber Deutschland kann diesen Job nicht übernehmen, das ist Fakt. Ich denke, die Konten sind soweit da. Maja, du hast das Abschlusswort. Ansonsten muss ich auch immer ein bisschen auf die Zeit gucken, aber ich kann nicht der Ruhe schaffen. Ja, es geht ja auch nicht nur darum, es kommen ja nicht alle Flüchtlinge jetzt aus unmittelbaren Kriegsgebieten, aus Nordafrika und ähnlichem und aus den osteuropäischen Gebieten kommen so viele Menschen zu uns und es ist zum Teil wirklich schwierig. Da muss zum Beispiel die sicheren Herkunftsländer, die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitern, sodass sie dann sicher wieder zurückgeführt werden können. Und auch abgelehnte Asylbewerber sollten einfach schneller zurückgeführt werden, sodass die Integrationsmaßnahmen wirklich die richtigen Leute treffen, die sich integrieren wollen und eben weiter auch hier bleiben sollten, weil sie verfolgt sind. Okay, ich denke, der Worte sind zu diesem Thema genug gewechselt. Jeder kann sich auch ein bisschen selbst zuordnen. Und wir würden jetzt zum zweiten Thema gehen, nämlich ist das Thema Lügenpresse bzw. Political Correctness. Und auch das wird eingeleitet von einem Trailer. Bitteschön.